Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Vor einiger Zeit, ich erzähle euch jetzt Gebete und Taten in Elohim, den dreifaltigen Gott. Vor einiger Zeit bekamen wir an Geist und Seele angepasste und sterbliche Körper. Was so viel bedeutet wie, dass wenn du ein Herzversagen hast, dass du ein neues Herz bekommst, oder ein Leberversagen hast, dass du eine neue Leber bekommst, oder ein Nierenversagen hast, dass du eine neue Niere bekommst und so weiter, bis zum Auge, über alle Organe, die der Körper besitzt. Das ist so wunderschön, dass Gott, der himmlische Vater, mein Gebet erhört hat, dass ich gebeten habe mit Faisal IV, der mittlerweile im Himmelreich ist, der ein Ex-Muslim war oder ist, und das Gebet wurde erhört. Ihr könnt euch glauben, ihr könnt den Heiligen Geist befragen um Wahrheit. Alle ABC-Waffen und Kriegsmaschinerie wurden unwirksam durch ein Gebet von mir, Michael Nirvarani und Leutern Hindenberger. Alle ABC-Waffen gibt es nicht mehr. Es gibt keine ABC-Waffen mehr. Atomare, biologische und chemische Waffen gibt es nicht mehr. Sie sind von der Erde hinweggenommen. Soweit auch so gut auch alle Kriegsmaschinerie hinweggenommen wird, durch den Glauben verankert mit Gott, dem himmlischen Vater. Glaubt es nur, fragt den Heiligen Geist. Und ich singe Halleluja. Krebs, Karies, Rheuma, Syphilis, AIDS, Leber, Pilzerkrankungen, Arthritis, Adipositas, Alzheimer, Epilepsie, Schlaganfälle, Parkinson, Bindehautentzündung, Grippevirus, Hepatitis, Gehirnhautentzündung, Magen-Darm-Virus, Alzheimer, Gedächtnisverlust, Herpes, Asthma, Muskelschwund, Knochenschwund, Asperger-Syndrom, Kolibakterien, Augenkrankheiten, Nierensteine, Leberzirrhose, Prostataentzündung, Diphtherie, Embolie, Krampfadern, Salmonellen, Milben und Corona wurden weggebeten. Alles ist weggebeten. Es gibt keine Krankheiten mehr. Außer Gott, der Vater entscheidet sich, jemanden zu bestrafen oder zu verarschen, weil er schon 100.000 Mal gesagt hat, dass der Coronavirus von ihm beendet worden ist. Beispiel Coronavirus. Es ist so. Glaubt es. Fragt den Heiligen Geist. Oder Gott, den himmlischen Vater selbst. Oder den Sohn Gottes, Aschadonai, den neuen Sohn Gottes. Auch was Wunderbares, der Strombedarf wurde gedeckt. Es ist nicht mehr nötig, ein Kraftwerk zu erstellen oder aufzubauen oder zu kreieren, um Strom zu erzeugen. Die Herrlichkeit Gottes hat es ermöglicht durch ein Gebet von mir, Manuel Charles City oder Joelos City, dass der Strombedarf von Gott, dem himmlischen Vater, gedeckt wird. Und zwar durch seine Herrlichkeit. Erdbeben und Blizzards und Tornados wurden weggebeten. Das letzte Erdbeben, das es gab, gab es nur, weil ein Meteorit eingeschlagen ist. Was man in den Nachrichten gehört hat. Aber auf die Nachrichten würde ich nicht vertrauen. Denn Menschen erzählen oft Halbwahrheiten, weil sie es selbst besser nicht wissen. Deswegen fragt den Heiligen Geist um Wahrheit. Von der ehemaligen Boko Haram, der ehemaligen Al-Nusra Front, der ehemaligen Ahmadiyya-Bewegung, der ehemaligen Al-Shabaab-Miliz, der ehemaligen Hamas, der ehemaligen Hisbollah, der ehemaligen Al-Qaida, der ehemaligen Muslimbruderschaft, der ehemaligen Taliban und der ehemaligen IS, Islamischen Staat, habe ich Dank bekommen, dass ich mit Hilfe der Heiligen Engel aus der Täuschung des Islams herausgeholt habe. Nicht nur mit Hilfe der Heiligen Engel, sondern auch mit Hilfe des Sohnes Gottes Aschadonai, mit Hilfe des Gottes himmlischen Vaters, dass die Waffen nicht funktionierten, und mit Hilfe der Heiligen Engel, des Seraphim und Cherubim, wobei ein Engel ein Seraphim und Cherubim ist. Es gibt 60 Milliarden Seraphim und 60 Milliarden Cherubim. 120 Milliarden Lebewesen, die jeweils einen Engel geben zu zweit. Aus Mekka wurde Elohi.
Also wer die Pilgerreise macht, wird sehen, dass es eine christliche Pilgerstätte ist. Weil ich Gott, dem himmlischen Vater, bat, dass der alte Sohn Gottes, der vorherige Sohn Gottes, Jesus auf Mekka herabflog und den schwarzen Stein der Kaaba zerstörte, zerschmettert und zerbricht. Und der Menge spricht, dass Muhammad ein Täuscher war, ein falscher Prophet war. Und weiters erklärt hat, dass sie eine Einheit sind, also wir alle eine Einheit sind im Universum. Und dann habe ich mit Gott, dem himmlischen Vater, gesprochen. Bitte Gott, der himmlische Vater, sag ihnen doch auch, dass du mit ihnen sprichst. Mit der Menge, die dort war, als das passiert ist, vor ungefähr 3 Jahren. Und er sprach mit der Menge. Und was stellte sich heraus? Sie bekamen mit, dass es einen Vater und einen Sohn gibt. Den vorherigen Sohn Gottes, jetzt den neuen Sohn Gottes, der Shaddonai. Und der Heilige Geist hat seine Wirkung gezeigt, seine Wahrheit und seine Liebe. Es geht einfach darum, dass die wahrhaftigen Muslime für Allahs Sache kämpfen, für den Dschihad, um diejenigen, die Schweinefleisch essen, was erlaubt ist von Gott, dem himmlischen Vater, und diejenigen, die Alkohol trinken, was erlaubt ist vom himmlischen Vater, es genehmigen. Es ist so. Die Rohstoffe wurden fast 66-facht von Gott, dem himmlischen Vater. Bei einmal Rohstoffe für die Erde heißt es schon, dass es im Überfluss genug gibt für den ganzen Planeten Erde. Jetzt gibt es 66 Mal so viel, wie die ganze Erde benötigt, in den Überfluss. Auch was Wunderschönes. Die Ozonschicht ist in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden. Durch Gott, den himmlischen Vater, als ich zu ihm bat, bitte Gott, der himmlische Vater, also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Himmlischer Vater, bitte gib die Ozonschicht in den originalen Zustand zurück, damit die Erde nicht verbrennt, was sie schon lange wären, wenn es mich nicht gäbe. Und lass die Bäume verherrlichen, damit die Ozonschicht geschützt bleibt durch die Auto- und Fabriksabgase, weil die Bäume und die Pflanzen die Luft so säubern, dass alles sauber bleibt und dass die Ozonschicht, Schutzschicht geschützt bleibt. So ist es nun mal. Fragt den Heiligen Geist oder Gott, den himmlischen Vater selbst. Wer interessiert ist, schaue meine Glaubensvideos und sehe nach unter Gebetserhörung von Taten und Elohim, dem dreifaltigen Gott, was ich noch alles erreicht habe. Ich muss nicht immer alles wiederholen. Es wurden viele Lebewesen vom Universum ins Himmelreich eingeladen durch mich, Sir Marco Stephan, und durch Abdulatin Camus, über den ich sehr traurig war heute, weil er zwar in der Wahrheit lebt, des dreifaltigen Gottes, aber noch immer Worte wie Koran und Worte wie Muhammad gebraucht in seinen Videos. Und darum war ich sehr traurig und habe geweint. Ich liebe euch und ich möchte, dass ihr glaubt, dass es seinen Schutz hat in sich. Also tschüss Papa, ich liebe euch. Euer Manuel Cello City, ja, ewiger Manuel Cello City. Tschüss Papa. Ja, ja.